500 Jahre Augsburger Fuggerei. Wohnen für Gebete statt Miete. Die Fuggerei, sie gilt als älteste Sozialsiedlung der Welt. Seit 1521 leben in der Augsburger Fuggerei Bedürftige für 88 Cent Kaltmiete. Die Warteliste für eine Wohnung wird immer länger. Wohnen für Gebete statt Miete. Wenn sich alle an die Gebete halten, dann sind vergangene Woche wieder an die 1000 Ave Maria Gebete auf das jenseitige Seelenkonto von Jakob Fugger eingegangen. Am 23. August 1521 stiftete der wohlhabende Augsburger Kaufmann die Armensiedlung Fuggerei, wo Bedürftige umsonst wohnten und wohnen. Bis heute auf einem symbolischen Gulden, was heute 88 Cent entspricht. Und 3 Gebete pro Tag. Das ergibt die Miet- und Wohnberechtigung. Damit die Siedlung auch die nächsten 500 Jahre gut aussieht, sind natürlich immer wieder Renovierungsarbeiten in der Fuggerei. Die Handwerker arbeiten nach alten Ritualien, was die Materialien betrifft und die Ausstattung der Häuschen. Es gibt keine Feuchtigkeit, es ist alles wie im 21. Jahrhundert. Von außen nicht zu sehen, aber innen ist etwas Wohlstand entstanden. Und trotzdem bleibt der Mietpreis bei 88 Cent. Gerne würde auch ich mal in der Fuggerei wohnen. Aber die Überprüfung der sich anmeldenden Personen, was das Vermögen betrifft, die Notdürftigkeit, ist sehr streng. Nur die Ärmsten der Armen können sich hier eventuell einmieten. Und das für 88 Cent und für 3 Ave Marias am Tag. Die Filmaufnahmen über die Fuggerei hier in Augsburg hat allen von unserem Team Spaß gemacht. Zurückversetzt in die frühere Zeiten und zurückversetzt mit den Gedanken, dass man auch arm glücklich sein kann. Und die Siedlung beweist den Zusammenhalt hier. Alle sind eine Gemeinschaft. Es wird zusammen gekocht, zusammen gefeiert, ebenso wie es möglich ist. Die jüngste Generation hat verstanden, wie es vor 500 Jahren war, zu leben. Arm, aber glücklich. Und sie werden nachdenklich, als wir sie gefragt haben, wie sie leben in ihren Familien. Für uns heißt es, die Jugend sollte mehr über die früheren Zeiten sich informieren. Nicht nur über die Scheinwelt der Handys, sondern so wie hier bei Rundgängen durch die Fuggerei. Gelernt haben sie alle, was den Rundgang betrifft und das Leben, welches mit allen Bequemlichkeiten noch vor ihnen liegt.